Nachhaltiges Handeln wandelt sich aktuell rasant von der Kür zu einer Grundqualität für Gäste und wird immer mehr zu einer Disziplin des guten Managements. Ich werde berichten von meinen Erfahrungen als Nachhaltigkeitsberater im Tourismus der letzten Jahre und aufzeigen, warum Nachhaltigkeit nicht nur immer wichtiger wird, sondern wie daraus auch Vorteile und Synergien wie zum Beispiel der Digitalisierung genutzt werden können. Ich freue mich schon sehr auf das I2B-Event am 21. September. Die Zahl der Touristen in Bremerhaven steigt von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig sehen wir ganz spannende Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. Am 21.09. wollen wir darüber diskutieren, wie man diese Dinge nutzen kann, um mehr Nachhaltigkeit im Tourismus hervorzubringen. Seien Sie dabei, melden Sie sich an und wir freuen uns auf Sie. Tourismus und Nachhaltigkeit werden oftmals als unvereinbar wahrgenommen. Wenn Digitalisierung in einem solchen Zusammenhang steht, ist es nicht verwunderlich, dass Vorbehalte in Bezug auf eine nachhaltige, sozial und wirtschaftlich faire Entwicklung entstehen. Digitalisierung kann aber auch weniger Verschwendung, mehr Wissen und eine breitere Beteiligung an touristischen Erlebnissen bedeuten. Daher glaube ich, dass Digitalisierung als Katalysator für einen nachhaltigeren Tourismus dienen kann, aber auch für eine tourismusgetriebene Nachhaltigkeit. Ich freue mich auf die I2B-Veranstaltung und die Diskussion. Nachhaltiges Handeln spielt auch im Tourismusbereich eine immer größere Rolle. Wie eine nachhaltige Entwicklung im Tourismus gelingen kann und welche Potenziale die Digitalisierung dabei spielt, das wollen wir am 21. September in Bremerhaven auf dem I2B-Meeting gemeinsam betrachten. Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich die wichtigste Grundlage für den Deutschlandtourismus. Wenn wir im Deutschlandtourismus bestehen wollen, dann müssen wir zum ersten zufriedene Betriebe, zufriedene Beschäftigte, zufriedene Reiseregionen haben, die den Tourismus unterstützen und tragen. Wir brauchen Klimaschutz und an einigen Stellen auch gerade in den Städten Klimaanpassungsmaßnahmen, also die ökologische Nachhaltigkeit. Und wir brauchen drittens natürlich wirtschaftlichen Erfolg und gute regionale Entwicklung sowohl in den Destinationen als auch bei den Betrieben. Und da kann Digitalisierung natürlich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten und darüber lohnt es sich zu diskutieren. Und ich freue mich auf Bremerhaven und auf die Diskussion mit Ihnen. Hallo zusammen. Auf der Bremerhavener I2B-Veranstaltung werde ich über künstliche Intelligenz im Tourismus sprechen, vor allem über die Innovationen, die schon in der Realität angekommen sind. Und schön wäre es, wenn wir gemeinsam einen Weg suchen, wie Technologie und Tourismus Hand in Hand an einer nachhaltigeren Zukunft arbeiten können. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit.